Die Preiselbeere. Als Gelee, als Marmelade kennen wir dieses Heidekrautgewächs und es ist sehr oft das Tüpfelchen auf dem I in der Kulinarik beim guten Essen. Hat aber auch eine heilende Wirkung, die Preiselbeere. Und das wird uns jetzt gleich Frau Magistra Barbara Haase, unsere Apothekerin, erzählen. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Was kann sie denn, die Preiselbeere, außer gut schmecken? Die Preiselbeere, vor allem der Preiselbeersaft, wird vor allem verwendet bei Personen, die unter regelmäßigen Harnwegsinfektionen leiden. Mhm. Also Blasenentzündungen. Das ist sehr unangenehm. Das ist der kalten Jahreszeit auf jeden Fall wieder ein Thema. Weil ein Wirkstoff genützt wird, der anscheinend diese Bakterien, die diese Entzündungen hervorrufen können, die sind stäbchenförmig und diese Inhaltsstoffe können anscheinend diese Form dieser Bakterien verändern, dass sie kugelförmig werden. Und damit können sich diese Bakterien an den Schleimhäuten der Harnwege nicht mehr so festhalten oder festklammern. Und damit können sie leichter ausgespült werden und es ist einfach nicht mehr die Gefahr so groß gegeben, dass die Infektion wieder massiv ausbricht. Also sie kann es nicht abtöten, das nicht, aber einfach nur ein bisschen daran hindern, dass sie sich so festsetzen. Und den Körper unterstützen einfach in der Heilung. Genau. Wie soll man die Preiselbeere nehmen? Wie lange soll man sie nehmen? Also wenn wir jetzt bei dem Preiselbeersaft bleiben, da gibt es mittlerweile auch Konzentrate in Form von Granulaten, das brauche ich dann nur noch in Wasser auflösen und trinken. Es gibt es auch in Form von Tabletten zum Einnehmen, das ist dann oft so eine individuelle Sache, was einem lieber ist, sympathischer ist und auch Lutschtabletten. Und was die Dauer betrifft, wenn ich es zur Prophylaxe einnehme, man kann es ruhig über einen längeren Zeitraum einnehmen. Also jetzt, wenn das kühlere Wetter vielleicht wieder beginnt, und man weiß, man neigt dazu? Genau, kann man beginnen. Oder man macht es halt dann im Akutfall unterstützend und von der Dosierung her hängt es dann einfach davon ab, welches Präparat das ist und wie massiv jetzt die Infektion ist. Und das wird dann einfach kombiniert entsprechend. Wir machen jetzt einen wissenschaftlichen Test. Wie man nämlich feststellt, ob die Preiselbeere reif ist. Angeblich soll man sie, glaube ich, so halten. Ich habe es auch gelesen. Also ich bin und auf dem Boden auffallen lassen. Und wenn sie springt wie ein, sollen wir es mal probieren? Seid ihr alle bereit für diesen wissenschaftlichen Versuch unter Laborbedingungen? Going. Wenn sie springt wie ein Gummiball, hat man das gut gesehen? Hat man es gesehen? Ja. Dann, ich probiere es nochmal. Dann ist sie reif. Wenn sie einfach Blotsch macht, dann ist sie nicht reif. Okay, jetzt ist sie weg. Damit haben wir das Experiment abgeschlossen. Das war jetzt unser wissenschaftlicher Beitrag für diese Preiselbeergeschichte. Jetzt kann man ja bei der Preiselbeere beileibe nicht nur die Früchte verwenden. Richtig, man verwendet auch gerne die Blätter in Form eines Tees. Ja. Und die Blätter haben einen Inhaltsstoff, das ist das sogenannte Arbutin und das wirkt leicht desinfizierend. Das heißt, ich kann die Preiselbeere auch in Teeform mit anderen ausschwimmenden Arzneipflanzen, wie Birke zum Beispiel, auch bei Harnwegsinfektionen unterstützend mit anwenden. Ein Wunderding, die Preiselbeere. Ja. Frau Magister Barbara Haase, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns die Preiselbeere im doppelten Sinne schmackhaft gemacht haben. Vielen Dank. Danke. Ja, im Oktober, Anfang Oktober, da heißt es ja bei Sommerzeit Schiff ahoi.